Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark of the Island mit unserem Johnny. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Möchte ich euch jetzt zeigen. Ich war ein bisschen offscreen unterwegs, habe ein bisschen Zeug rangefarmt, sodass wir heute direkt mit was Neuem starten können. Ihr seht, das Wetter ist nicht so gut. Jetzt eben gerade war eine Hitzewelle. Jetzt fängt es an zu regnen, ist auch nicht schlecht. Ich möchte euch zeigen, was ich rangeholt habe. Momentan laufen ja alle Maschinen auf vollen Touren, denn ich war Siliziumperlen noch ein bisschen farmen und habe auch noch ein bisschen organisches Polymer rangeholt. Möchte ich auf der Karte zeigen, und zwar links oben. Ihr seht, was ich da aufgedeckt habe, diese kleinen Inseln. Ich habe mal auf der Ressourcenmap geguckt und habe dann gesehen, dass da oben Pinguine sind und bin da einfach mal, probehalber, ohne jetzt große Pelzklamotten da hochgeflogen, habe tatsächlich einen Schwarm Pinguine gesehen, habe die alle gekillt und habe dann ordentlich organisches Polymer farmen können. Das ging auch ganz gut, also mit dem Flugsaurier kurz hin, absteigen, so schnell sinkt die Energie dann nicht, auch wenn man keine passenden Klamotten hat. Schnell abfahren und dann wieder zurück. Auf dem Weg da oben gibt es dann auch an diesen Stränden, will ich sagen, sind auch einige Spots für Siliziumperlen, die da in den Flüssen sind. Die habe ich dann auch gleich aufgesammelt. Wart ihr jetzt zwar nicht dabei, aber die werden wir natürlich noch zusammen, werden wir die Region auf jeden Fall noch entdecken, und dann seht ihr das alles auch. Wie dem auch sei, ich wollte ja jetzt weitermachen, nämlich, ihr seht, Johnny habe ich auch ausgezogen, weil Johnny heiß war. Jetzt können wir uns wieder anziehen, ich glaube, jetzt ist es wieder gut. Dass wir die Teleporter bauen können. Das war jetzt so einfach mein nächstes Ziel, die Teleporter bauen, damit wir dann in den Redwood fliegen können, beziehungsweise in die Spawnstelle, wo eben Argentavis spawnen, und wir uns dann unseren ersten Argentavis ranholen, damit wir einfach ein bisschen mobiler sind. Johnny ist mittlerweile Level 60 durch die Farmerei. Ich habe auch ein paar Tierchen killen müssen zwischendrin und so weiter. Da waren Raptoren und Dilophosaurier, die habe ich natürlich alle weggekillt, damit ich da in Ruhe nach den Siliziumperlen gucken kann, und dann steigt man natürlich recht schnell. Außerdem laufen ja hier auch gerade die ganze Zeit die Maschinerie auf vollem Gange. So Leute, jetzt will ich nochmal schauen, ob jetzt hier alles durchgelaufen ist. Na, jetzt fehlen noch 3 Metallbarren, da war ich nämlich auch nochmal ganz fix vorne mit unserem... das war ein bisschen eine... Deswegen will ich jetzt auch den Argentavis. Das war ein bisschen eine üble Farmerei. Ich bin die ganze Zeit mit ihmchen hier vorgeflogen zu unserem Metallspot, ne, den wir ja kennen. Und habe da Metall geholt. Dann kann man aber natürlich nicht so viel einladen. Das ist dann auch wieder doof, weil das Tier dann nicht mehr fliegen kann. Deswegen freue ich mich jetzt dann wirklich auf den Argentavis, den wir dann haben. Und wo wir dann einfach ein bisschen mehr transportieren können. Gut, Leute. Wir warten jetzt noch ab die 3... Metallbarren. Ansonsten habe ich hier noch ein bisschen Fisch. Wir können noch ein bisschen kurz einsortieren. Da unten waren noch Piranhas, die habe ich gerade mal weggenatzt. So, ich habe auch Öl gefunden in diesem Schneebiom. Also da gibt es ganz viele Ölsteine. Ihr seht, 115 organisches Polymer habe ich gefarmt. Hier habe ich noch Schießpulver, das muss raus. Hier sind schon die restlichen Metallbarren. So sieht es momentan aus. Wir haben zwar noch kein gutes Fleisch für den Argentavis, aber ich habe ja gesagt, wir haben eine andere neue C-Methode, und die möchte ich natürlich gerne ausprobieren. Mit diesen Mods entsprechend. So, 31, 60, jetzt sollte es passen. Leute, jetzt sollte es passen. Bin ich mal gespannt. Einen habe ich ja schon gebaut. Jawohl, es geht, Leute. Wir haben 2 Teleporter. Ich zeige euch das kurz. Einen habe ich nämlich schon gebaut. Den haben wir hier drin. Zack, und schon haben wir 2 Teleporter. Das heißt, einen setzen wir hier noch auf. Wir haben jetzt hier drin noch einmal Elektronik. Das kann ich rausnehmen. Die Sachen möchte ich euch natürlich zeigen. Die habe ich schon mal vorbereitet. Ansonsten haben wir dann hier noch zum Zähmen. Ja, wir zähmen ja jetzt anders. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das funktioniert mit der Armbrust oder ob wir da tatsächlich einen Bogen brauchen. Ich probiere es mal. Gut, das haben wir. Sau gut, Leute. Dann haben wir jetzt 2 Teleporter. Dann wird es jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen einfacher. War jetzt nicht allzu einfach, da die Sachen ranzufahren, muss ich sagen. War jetzt ein bisschen nervig gegen Ende. Weil ich da immer in der Weltgeschichte rumgeflogen bin, gucken musste, dann wieder auf die Ressourcenmap geschaut habe und so weiter. Was haben wir denn? Hier läuft noch ein bisschen Metall durch. Genau, da hatte ich noch ein bisschen Metall rangeholt. Das soll hier hin. Hier müssen wir natürlich das Schießpulver reinpacken. Da können wir uns da vielleicht für die... Munition. Naja, brauchen wir auch wieder Metallbarren. Müssen wir warten, bis was durchgelaufen ist. So, jetzt möchte ich aber mit euch gemeinsam erstmal gucken wegen den 10 Geschichten, wegen dem neuen. Ich hatte es ja angesprochen, wir haben eine neue Mod auf dem Server, und zwar die Geschichte, damit wir hier... Kann ich denn das mal fix hinstellen? Stell's mal hier hin. So. Und zwar diese Geschichte, damit wir hier mit Baits zähmen können. Und das würde ich gerne mit euch mal ausprobieren, denn ich finde diese Zähmethode hier irgendwie, ich will schon fast sagen, ein bisschen realistischer.
denn man muss das Tier nicht unbedingt erst narkotisieren und dann füttern, sondern man kann ihm einfach diese Baits hinschießen via Pfeil und Bogen und kann das Tier so passiv dann ein bisschen zähmen. Finde ich eine sehr interessante Geschichte. Wir werden natürlich weiterhin im Let's Play auch beides nutzen, diese Zähmethode oder auch eine andere Zähmethode. Es gibt hier dann auch, habe ich mir sagen lassen, dieses Taming Journal, wo man dann einfach, da könnten wir uns hier mal eins bauen, Leute. Da könnten wir doch mal eins bauen und gucken wir gemeinsam mal rein. Taming Journal, hier haben wir es. Zack. Da bauen wir uns fix mal eins. Das können wir dann auch hier hinlegen. Ich glaube, mit der Hand kann man es nicht lesen. Ne, das muss man dann tatsächlich hier hinlegen. Das können wir mal hier hinstellen. So, und hier sieht man natürlich dann alles, die meisten von euch werden es kennen, ne? Man kann sich dann hier, nehmen wir mal den Carnotaurus zum Beispiel, requires KO, nein, braucht er nicht, requires Combat, braucht er auch nicht, also wir müssen ihn nicht vorher KO packen, wir müssen ihn auch nicht einen Kampf mit ihm herausfordern, das ist nämlich beim T-Rex so, und dann sieht man hier, welche Foodbaits er braucht, Raw Meatbait und die Kibblebaits und so weiter, man hat also hier dann quasi alle Informationen zu diesem Tierchen. Finde ich eine sehr interessante Geschichte. Wenn wir jetzt mal hier nach dem Rex gucken, kann ich euch das mal ganz kurz zeigen. Hier steht zum Beispiel Requires Combat, ist ein Haken dran, bedeutet also, man muss ihn ja einmal angreifen lassen oder beziehungsweise seine Aufmerksamkeit kriegen, damit man ihn dann auf diese Art und Weise mit diesem Mod zähmen kann. Das können wir aber dann einfach umgehen, das können wir dann entscheiden und sagen, nee, einen T-Rex, den können wir einfach auf die normale Art mit einer Zähmbox zum Beispiel zähmen, also das geht auch weiterhin noch. Aber gerade für Raptoren oder sowas ist diese Zähmmethode, wie ich sie hier habe, jetzt oder wie wir sie mit dem Mod eingefügt haben, finde ich sie sehr, sehr interessant und das möchte ich natürlich ausprobieren und natürlich wird das erste Tierchen, was wir hier nutzen werden, ein Argentavis sein. Deswegen werden wir jetzt hier schon mal ein bisschen vorbereiten. Dieses Raw Mutton, rohes Hammelfleisch habe ich noch nicht. Wo haben wir denn normales? Ich würde ihn gerne mit normalem Fleisch. Rohes Fleisch, Zündpulver und Fasern brauchen wir hierfür. Ja, pass mal auf, können wir da nicht mal so 30, reichen da 30? Wir stellen sie einfach mal her. So. Sehr geil. Und dann können wir hier entsprechend diese Pfeile herstellen. Ne? Das ist dann auch eine ganz interessante Geschichte. Wir packen hier, habe ich auch schon mal vorbereitet, wir packen hier dann diese Pfeile rüber und schon haben wir diese Raw Meat Bait mit Steinpfeil und dann können wir das dem hinschießen. Freue ich mich gerade tierisch drauf, bin ich voll gehypt drauf, wie die Geschichte jetzt hier funktionieren wird am Ende. So, wir machen da jetzt erstmal 30 von den Pfeilen. Und dann müssen wir mal ausprobieren, ob das dann funktioniert, nur mit Pfeil und Bogen oder ob wir das auch anderweitig hinbekommen. Mit einer Armbrust wäre mir ja persönlich sehr recht. Wenn die Geschichte auch mit einer Armbrust funktionieren würde. So, wir probieren es mal aus, Leute. Wir probieren es mal aus. Es scheint zu funktionieren. Ja, ja, genau. So, jetzt haben wir also diese Pfeile mit diesem Raw Mutton drauf und das können wir den Tierchen jetzt hinschießen und dann werden die automatisch gezähmt. Machen wir dann aber natürlich zusammen. An der Stelle. So, wir werden jetzt aber noch mal ein bisschen, weil ich da nicht weiß. Diese waren es, ne? Rohes Fleisch, genau. Pass auf, lass hier noch mal 30 Stück machen. Wir haben ja das Material, das ist ja alles kein Problem. Dann nehmen wir die mal so mit. Das Ganze geht natürlich auch für die Pflanzenfresser. Dann kann man auch entsprechende Geschichten hier bauen. Finde ich eine großartige Sache. Finde ich richtig interessant, weil es einfach ein bisschen, ja, realitätsnäher ist, finde ich jetzt einfach. Also in Anführungszeichen realitätsnah. Wie dieses Schlafen legen und dann... Es ist aber neblig geworden hier. Junge, Junge. Ja, gut, Leute. Dann haben wir das. Dann möchte ich euch natürlich noch diesen Rucksack zeigen. Das ist auch eine Mod. Basic Backpack Skin kann man, glaube ich, hier draufziehen. Lasst uns da mal schauen. Zack. Sieht auch irgendwie cooler aus, finde ich. So, jetzt haben wir diesen Rucksack drauf. Und wenn wir uns jetzt Johnny angucken, hat er den Rucksack auf. Und das finde ich irgendwie, finde ich das ziemlich cool. Kann man noch Flügel dran bauen, habe ich gesehen. Aber ich finde das so... relativ ja, eine nice Geschichte. Vielleicht, vor allen Dingen hat man dann hier diesen Explorer-Bonus, Increase Max Weight Stat. Was genau jetzt der Rucksack bewirkt, dass man einen vielleicht ein bisschen mehr Gewicht noch hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich eine coole Sache, nehmen wir natürlich mit, ne? Klarer Fall. So, dann würde ich sagen, wir bereiten uns mal so weit drauf vor, dass wir dann los können. Was sagt denn die Uhr? 15:23, das haut hin. Zumal wir ja jetzt auch unsere Ausrüstung hier haben. Wir müssen jetzt bloß wieder schauen. Wollen wir uns... Pass auf, Leute, das machen wir jetzt. Wir nehmen uns hier schick ein Zelt mit und einen Schlafsack mit. Dann können wir doch auch in der Natur übernachten. Was wiegt denn das? 4, oh, 12. Oh, das ist halt...
Oder machen wir das anders und bauen uns das vor Ort? Das könnten wir natürlich auch machen. Weil ich glaube, wir sind dann schon ziemlich überladen für unser Flugtierchen. Wir räumen gerade mal ein bisschen was aus. Lass mal schauen, wir brauchen die Schrotflinte, lassen wir mal hier, die wiegt auch einiges. Wir brauchen keine 125 Pfeile, würde ich sagen. Da reichen 63 auch, der Bogen kann dann auch hier bleiben. Armbrust würde ich schon gerne mitnehmen. Zwei Stück. Das Fleisch fliegt auch nochmal raus, hier haben wir noch was. Den Rest bräuchten wir halt schon, ne? Pass mal auf, wenn wir so auf unser Flugtierchen draufgehen. So, hier habe ich übrigens auch. Machen wir das Feuer hier aus. Da habe ich uns noch ein bisschen Zeug, Eiltränke gemacht. Und ich sehe gerade. Ich sehe gerade. Da hat wieder. Oh, zwei Eier. Zwei Eier, Leute. Na. Zack, ich will mich dann hinbücken. Zack. Sehr coole Geschichte. Weil langsam wird dann unser Oviraptor auch, ja, kommt auch in greifbare Nähe. Jetzt haben wir schon 9 Eier. Ich weiß halt nicht, wie viel er braucht, ne? Na komm, schmeiß das auch mal hier mit dazu. Wer weiß, für was wir es später brauchen. So, jetzt lasst uns das mal abchecken, ob wir denn eigentlich hier drauf passen. Geht noch. Sehr geil. Sehr geil. So. Passt auf. Und da ich gesehen habe, dass wir noch ein bisschen organisches Polymer zur Verfügung haben, würde ich mir gerne mal so eine Ghillie-Rüstung bauen. In der Hoffnung, es funktioniert, ob wir alle Materialien haben. Das geht schon mal. Das geht. Cool, dann können wir uns so eine neue Rüstung bauen. Dann reicht das Polymer genau dafür. Sehr geil. Hoffentlich die Hose geht. Jetzt brauchen wir noch die Geschichte hier. Zack. Und dann nur noch Schuhe, dann haben wir es. Was haben wir hier? Ah, den Pentarodon-Sattel. Jawohl, Leute. Haben wir hinbekommen. Sehr cool. Dann hat Johnny auch gleich mal noch eine neue Rüstung, weil ich die ziemlich geil finde. Gerade hier Unterkühlungsisolierung und der Hitzeschutz ist, glaube ich, bei der wesentlich besser. Ah, pass mal auf, dann ziehen wir Johnny gleich mal um. So, Hitzeschutz 219, das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Kannst du hier den Skin entfernen? Sehr geil. Und können wir den jetzt da drauf packen? Ja, saugut. Jetzt sieht er doch aus, Johnny, Alter. Richtig nice, sehr schön. Dann haben wir die Geschichte. Dann haben wir die Geschichte. Da vorne machen wir mal wieder zu. Oh, da freue ich mich jetzt, dass wir dann auch los können. Jetzt hat mir das Zelt... Entschuldigung, Leute. Jetzt können wir das Zelt noch einpacken. Wie sieht's hier aus? Na komm, das lassen wir durchlaufen, das passt. Das macht ja dann nichts. Jetzt wollen wir noch mitnehmen. Achso, wir müssen jetzt. Hier passt es nicht mehr rein, ne? Hier passt es nicht mehr rein. Zack. Ja, komm, dann lass uns das da hinten hinlegen. Ich glaube, hier haben wir ja auch noch den Stuff von. Ja, genau, komm. Den Kram hier rüber. Und dann haben wir hier noch ein paar Pfeile gemacht. Ne, Pfeile haben wir gar nicht gemacht. Wir haben die Baits gemacht. Dann würde ich aber gerne nochmal 30 Pfeile machen. Und dann nochmal ein paar von den Baits. Da können wir nochmal 30 Stück so mit... Ah, die wiegen halt auch alle was, ne? Weiß es halt nicht. Naja, wir werden es rausfinden gemeinsam. So, da haben wir es... Ah, die wiegen halt auch 11,8. Oh, das wird... Das wird eine enge Geschichte, was wir hier vorhaben. Na, passt mal auf, müssen wir abchecken. Das hinhaut. Ja, komm, das geht. Leute, das geht. Er fliegt zwar langsam, wir werden des Öfteren stoppen müssen, denke ich. Aber es geht. Ach, wir sind hart an der Grenze. Und er hat auch nichts mehr zu fressen, sehe ich gerade. So, dann kriegst du jetzt erstmal noch ein bisschen Futter. F wie Fleisch. F wie Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Gegrilltes Fleisch. Ja, wir müssen bei rohem Fleisch gucken, ne? Klar, so finden wir nichts genau. Rohes Fleisch. Dann haben wir hier 900, da kriegst du mal 20. Hol dann. Das wird eine harte Geschichte.
ich die ganzen Baits jetzt noch einstecken habe. Uiuiuiui. Aber das geht. Leute, das geht. Brauchen wir irgendwas? Ja, komm, wir brauchen nicht so viel Pfeile, würde ich sagen. 16 reichen auch. Lieber noch ein bisschen Baits mitgenommen. Zack. Wegen 3 Kilo, 12. Das Zelt ist halt ziemlich schwer, aber ich denke, das kriegen wir so hin. Ich denke, das bekommen wir so hin. So, Leute, dann würde ich sagen, wir haben alles. Wir haben eine neue Rüstung. Wir haben unsere Baits. Die werden wir auschecken. Gucken, ob es so hinhaut, ob so ein Agentavis dann auch hingeht. Ach, und wir brauchen ja auch gar nicht zwei mitnehmen. Wir müssen ja eins setzen. So, und wo setzen wir die Geschichte hier erstmal hin? Ich würde sagen... Hier so, oder? Passt. Passt. Und den nennen wir gleich umbenennen. Base 1. Annehmen. Zack. Sehr geil, Leute. Freue ich mich jetzt tierisch drüber. Und jetzt sollten wir eigentlich alles haben. Denn da hinten geht's gut. Da brauchen wir nichts mehr. Nochmal ganz kurz durchgucken, Leute. Wir haben zweimal Armbrust, wir haben die Geschichten, wir haben einen Schlafsack, wir haben ein Zelt fürs Dunkelwerden. Das schmeiße ich jetzt mal raus. Wir haben momentan genug Fleisch. Wir haben einen Teleporter, den wir dann da aufsetzen, wo wir ihn haben wollen. Perfekt, Leute. Essen haben wir, die Getränke sind auch voll. Da trinken wir nochmal einen Schluck und dann geht's los. Lasst uns in Richtung Redwood starten. Freue ich mich. Aber mal kurz auf die Map gucken, wo wir eigentlich... Ach so, jetzt haben wir die Rüstung, jetzt sehe ich es nicht mehr, ne? Die waren in diese Richtung hier, ja. So. Aber man merkt schon, er ist schon am Anschlag, ne? Aber macht nichts. Wir wollen uns jetzt... Also Ziel Nummer 1 ist es jetzt, in den nächsten Folgen einen Agentavis zu kriegen. Und den auf die altmodische Tour zu zähmen. Vielleicht finden wir ja auch den ein oder anderen, das ein oder andere Tierchen, was wir auch so noch kriegen. Oh ja, der ist ziemlich am Arsch. Ziemlich langsam. Da werden wir jetzt ein paar Mal auf- und absetzen müssen, aber das macht ja nichts. Wir können uns ja die Gegend auch nochmal anschauen. So. Wo kommt denn das Vieh jetzt her? Alter, habt ihr das gesehen? Davon, da kommt noch eine. Jetzt müssen wir mal reingucken. Schmeiß das raus, bitte. Gott, jetzt hast du so viel Fleisch, ne? Das behalten wir mal. Es wiegt nicht allzu viel. Wir müssen in die Richtung, ne? Das ist schon richtig, ja. Wir haben jetzt genau da oben auf diesen Berg, in die Richtung, wo wir jetzt gerade gucken. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. In Richtung Redwood. Und dann werden wir uns da unseren Teleporter setzen und dann sind wir auch wesentlich mobiler unterwegs. Wie gesagt, es war jetzt auch eine ganz schöne Schinderei, da jetzt das Material für die Teleporter ranzuholen. Aber das wollte ich unbedingt machen, weil damit haben wir es halt natürlich echt einfacher, ne? So, in die Richtung müssen wir. Ich fliege jetzt mit Absicht ein bisschen langsamer, Leute. Aber wir können das auch anders machen. Ich könnte eigentlich auch einen Cut machen. Ich glaube, so werde ich es auch tun. Ich mache einen Cut bis zu der Stelle, die kennen wir ja schon so gemeinsam. Dann fliege ich da jetzt gemütlich hin. Und dann haben wir in der Folge, können wir dann wenigstens unseren Teleporter aufstellen und unseren ersten Agentavis suchen. Ne? So machen wir das, würde ich sagen. Also bis gleich. So, Leute, ich bin jetzt mal da reingeflogen in diesen Redwood. Und da sehen wir die ersten Agentavis. Und die muss ich mir jetzt natürlich angucken. Ist ja klarer Fall. Guck mal, wie schön der gefärbt ist. Ah ne, der ist nicht gefärbt. Der hat den Agentavis gerade platt gemacht. Sabertooth. Ach, schade, der Agentavis, der sah eben so schön gefärbt aus, aber ist er nur draufgegangen. Oh, guck mal, da sind Dödis. Da sind ja Dödis. Erst mal, dass wir Dödis sehen. Das ist ein Sabertooth, Level 23. Was haben wir hier? Hyänen. Alles klar, da oben ist ein Bronto. Ne, ein Diplodocus.
Okay, Leute, dann lasst uns mal hier weiterfliegen. Ich glaube, das war die Ecke, wo es auch ein bisschen ruhiger war, ne? Und hier wollten wir ja am besten oben auf dem Berg irgendwo so ein bisschen unsere Geschichte aufbauen. Genau, da oben auf dem Berg war es. Jetzt müssen wir uns bloß eine schöne Stelle raussuchen, sodass wir da auch jederzeit ohne Probleme spawnen können. Und da sind Schafe, oder? Sind das Schafe oder Hyänen? Oder ne, Ziegen. Ziegen, Schafe, keine Ahnung. Oder was seid denn ihr? Oh fuck. Das sind Viecher, die wollen uns, Shit, die sahen so friedlich aus. So Leute, lasst uns da hochfliegen. Da oben sind die Argentavisse, da wollen wir uns einen holen. Da oben war auch ziemlich ruhig, da klitscht ein Stegosaurus rechts. Da ist ein Argentavis. Oh, bist du schön. So, hier war ja so der Spot, ne? Genau, hier war der Spot. Hier wollten wir hin. So. Ich würde sagen, wir checken jetzt hier mal. Das mal auf zur Sicherheit. Nehmen wir die mal auf die 4 und legen das mal auf die 4. So. Das sind die normalen, richtig. So, was hast denn du für eine? Level 10. Der Stego, Level 36. Okay. Da ist ein Loot Drop. Da sind die Allosaurier. Level 7. Okay. Waren nicht hier überall die Argentavisse? Level 10. Passt mal auf, Leute. Ich will das jetzt gerne mal mit diesem Argentavis probieren. Und zwar werden wir ihm jetzt mal, ihmchen hier, mal schön. Und der frisst es, oder? Ja! Oh, der will essen von uns. So, Leute, jetzt müssen wir da runter, weil der Argentavis jetzt von uns per Hand gefüttert werden möchte. Guckt euch das an, wie schnell wir den gezähmt haben. Warte. Der ist noch gar nicht gezähmt. Hey, bleib hier. Bleib hier. Wir müssen das doch auschecken, ob das funktioniert, mein Freund. Bleib hier. Ah, jetzt seht ihr, der ist zu 41% gezähmt. Ich meine, ich will ihn jetzt nicht zähmen, ne, weil er viel zu niedriglevelig ist, aber so funktioniert die Geschichte ungefähr. Also so werden wir das tun müssen. Man schießt ihnen dann Sachen hin, muss dann halt natürlich dranbleiben, dass die Jungs auch... Ja, jetzt habe ich... Das war jetzt auch wieder grandios, Kalle, grandios. Hier runtergesprungen, jetzt weiß ich nicht mehr wieder... Jetzt frisst er das wieder, oder? Wie gut ist denn das? Gießen wir da noch eins hin? Und wenn er wieder Hunger hat, kommt er runter. Ach, scheiß drauf, dann haben wir halt zwei. Was magst du denn, Freund? Magst du nix? Oh, guck mal, der ist schon zu 83% gezähmt. Oh, ist das gut? Pass mal auf, jetzt, dann kommt er wieder hierher normalerweise und müsste sich das holen, dann haben wir ihn gezähmt. Gut, das war jetzt der Vorführeffekt mit einem 10er Argentavis. Guck, guckt, Achtung. Ja, ist das gut, Leute? Ist das gut? Hallo, mein Freund, du hast aber auch eine schöne Färbung. Du bist jetzt Level 15, ne? Das ist jetzt nichts Berauschendes, aber... auf was haben wir das? Auf der 6? Hallo? Ach Gott, ist das gut. Verhalten, dein Ziel angreifen, Folgeabstand niedrig. Komm mal mit, mein Freund. Komm mal mit hier hoch. Ach, wie gut, dann haben wir... Und so funktioniert es mit dem Zähmen und das finde ich irgendwie großartig. Also ich muss sagen, das macht... Gefällt mir besser, wie die ursprüngliche Methode ist natürlich ein bisschen... Ja, ein bisschen schwieriger, ne? Weil man muss dann halt am Zähnkäfig... Aber ich finde die hier, ehrlich gesagt, relativ entspannt und auch... Komm mal her. Komm mal hier. Oh, ist das gut, Leute. Ist das gut? Da freue ich mich jetzt voll. Ein Argentavis. Wir brauchen aber noch zwei Level. Gut.
Das bedeutet, wir werden jetzt hier erstmal. Hier waren doch überall diese Agentavisse, oder nicht? Das ist der Stego. Oder. Und da ist ein Loot Drop übrigens. Und hier sind auch Kristall. Oh, das ist super. Hier ist Metall, Kristall. Uff, und da ist ein. Alter, was geht denn da ab? Rex Level 10. Agentavis Level 59, der macht uns den kaputt. Oder mach den Rex platt, komm. Oh, ich glaube, der wird nicht. Oh, shit. Der musste jetzt natürlich da spawnen. Was haben wir hier? Oh, nice. Ah, Sechser. Hm. Natürlich jetzt echt doof, wenn der hier hochkommt. Wir könnten ja hier zubauen, ne? Wir könnten ja hier zubauen. Pass mal auf, lass mal. Oder wir gehen noch ein Stück da hoch. Das könnten wir natürlich auch machen. Guck mal her. Was ist denn, wenn wir uns hier oben draufsetzen? Ich glaube, hier der Ort wird zum Spawn sogar sicherer, oder? Komm, gib mir mal den Loot Drop. Nice. So, hier hätten wir Metall, hier haben wir Kristall. Frage ist, kommt hier einer hoch? Und es sieht mir so aus, als wären wir hier oben rechts safe. Naja, er kann hier hochkommen. Vielleicht bleiben. Den müssten wir halt wegmachen, glaube ich, ne? Den müssten wir halt wegmachen. Ansonsten würde ich gerne hier unsere Geschichte hinsetzen. Unseren Teleporter. Struktur ist nicht möglich, okay. Hätte ich da nochmal ein Ding gebraucht, oder was? Das geht hier tatsächlich nirgends, da muss ich nochmal... Ja, das kriegen wir aber hin. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja hier alles, was wir so brauchen. Und wir haben ja auch Gott sei Dank unser Material dabei. Bauen wir hier ein bisschen ab. Herstellung. Wir bräuchten eigentlich nur ein Fundament, ne? Ein Steinfundament nach Möglichkeit. Da brauchen wir Strom. Stein, Holz und Stroh. Verdammt, Hacke. Gut, das kriegen wir doch hier eigentlich auch. Stroh haben wir. Das haben wir. Hier hoch, Johnny, genau. Hier hoch. Ah, komm hoch hier. Ach, komm schon. Na, müssen wir anders machen, Leute. Kurzer Moment. Kurzer Moment. Hier vielleicht mal probieren. Nein, geht so. Hervorragend. So, dann bauen wir uns jetzt hier mal noch fix ein Fundament hin. Wahrscheinlich wird jetzt... Was fehlt's denn? Stein fehlt. 80 Stein braucht der Kollege. Nehmen wir die. Und gehen hier hin. Ernsthaft, kann ich dich nicht abbauen? Ich kann dich nicht abbauen. Ich werd verrückt. Ihr auch nicht. Jetzt aber. Jetzt aber. So, Leute. Jetzt bauen wir uns hier ein schickes Fundament hin. Da ist es. Und dann setzen wir dann den Teleporter einfach nur mal so professorisch, ne? Das muss er jetzt nicht... Also jetzt mal auf die 5. Ernsthaft? Ich kann hier nichts hinsetzen? Willst du mich verarschen, Spiel? Platzieren von Strukturen ist hier nicht möglich. Das müssen wir aber irgendwie ändern. Das ist natürlich doof, dass ich hier nicht bauen kann, Leute. Das muss ja irgendwie gehen. Das werden dann vermutlich Server-Einstellungen sein, die ich da nochmal anpassen muss. Aber das ist ja echt saublöd. Weil wenn ich hier nichts hinsetzen kann... Strukturen bauen ist hier nicht möglich. Jetzt gerade mal noch davor checken. Achtung, da vorne ist irgendwo der Rex. Ja, natürlich. Oh. Da oben ist er. Der kommt jetzt aber nicht hierher, oder? Sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Ist eigentlich gar nicht, ne?
Es ist halt doof, dass der hier rumstrunzt, ey. Das ist ja doof. Shit, wo setzen wir? Da müssen wir doch da unten irgendwo hinsetzen. Das war jetzt eigentlich nur mein Ziel, hier so schön was hinzusetzen, dass wir hier dann... Was hat er denn? Ach, Essen. Ist was, Johnny. Alles wird gut. Und wenn wir dann doch da runtergehen? Ich weiß es nicht. Komm mal her, Vogel. Komm mal hierher. Zack. Jetzt gehst du auch mit. Och, natürlich. Jetzt kann er wieder nicht... Weil ich jetzt zu viel eingeladen habe. Ja gut, ich habe halt auch Steine und Metall und hast du nicht gesehen. Und das kann raus und das kann raus. So, jetzt. Die Frage ist halt, wo passiert hier wenig, ne? Da ist ein Stego, okay. Waren hier nicht auch irgendwo die Allosaurier? Das ist ein Mist. Das ist ein Mist, Leute. Da werden wir, glaube ich, morgen direkt an dieser Stelle einsteigen und werden uns nochmal nach einem geeigneten Platz umschauen. Denn eigentlich wollte ich schön da oben drauf bauen, was jetzt nicht funktioniert. Und wir werden gucken müssen, wo es funktioniert. Wow, wenn wir hier vielleicht uns einnisten. Komm, setz dich hin. Agentavis, setz dich hin. So. Jetzt mal, wir checken es jetzt hier mal noch. Nee, lässt mich hier nicht bauen. Da kann ich bauen. Alles klar, hier geht's. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, da einen Teleporter hinzusetzen. Wir machen es mal, dass er steht, Leute. Wir machen es mal, dass er steht. So, den nennen wir auch gleich um. Den nennen wir Redwood. Passt. Ja, vielleicht könnten wir dann hier ein bisschen zubauen, ne? So, pass auf. Bevor ich die Folge jetzt aber abschließe, möchte ich gerne... Gucken, ob das so funktioniert, was ich aufhab. Teleport. Ah, ich kann hier auch zu Obelisken. Na, guck hin. Agentavis, komm her. Oh, ist der jetzt dabei? Nee, ist er nicht. Na, verdammt, Hacke. Setz du dich mal hier hin. Den müssen wir noch holen. Redwood. Den hat es jetzt natürlich gerade rausgetragen, ne, wo ich hier rüber wollte. So, funktioniert das? Teleport. Base One. Nicht rausfliegen. Och, jetzt ist er. Mit einem Flügel ist er drin. Könnte. Nee, hat nicht gereicht. Shit. Shit, Leute. Teleport. Redwood. Ah, wir teleportieren uns ein bisschen. Ich glaube, ich kann auch die Kuppelgröße einstellen hier außenrum, ne? Bleibst du jetzt hier so stehen? Dann ist er drin, ne? Ja! Du bist ein Feiner. Komm mal her, du. Komm mal hierher. Setz dich da mal hin. Naja, er stellt sich auch ein bisschen an, ne? Ja. Ja, Leute. Okay, dann springen wir rüber in die neue Folge. Wir haben unseren ersten Agentavis. Ist natürlich nur Level 15. Ist jetzt nichts Hochleveligeres, aber wir müssen uns da noch einen ranholen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht die Schwierigkeit mal ein bisschen nach oben ziehe. Damit wir ein bisschen höher spawnige Dinos. Wir haben sie schon nach oben gezogen, aber ich glaube, es schadet nicht, noch ein bisschen nach oben zu ziehen, ne? Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge, dann geht's im Redwood weiter. Wir haben da ein bisschen was zu tun, vor allen Dingen zu erkunden. Und wir wollen ja dann auch immer noch, sobald wir dann einen Agentavis haben, wie lange dauert's noch?
Ja, wir brauchen noch zwei Level, die sollten wir dann aber zügig zusammenkriegen. Und dann haben wir einen Agentavis zum Fliegen können, transportieren. Und dann geht es darum, die Hauptbase zu finden, ne? Wo wir dann uns auch erstmal ein bisschen mit Bauen und so weiter beschäftigen können. Also, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.